Hallo, heute was Besonderes. Ich habe Post bekommen und da oben steht, ich schleppe hier gerade noch mein Kamera-Equipment mit hoch. Ja, wir wollen ja den Garten umgestalten, ne? Also das heißt im Frühjahr hier, das hier umgestalten, vor allem unten erstmal mit der Terrasse anfangen. Mit der Terrasse im Frühjahr anfangen, damit wir Sommer dann mit der Terrasse fertig sind. Und dann im Herbst wird mein kompletter Rasen alles rausgerissen. Alle Wege, Mauern und so weiter hier weg. Und dann schön mit einem Erdbauer alles auf ein ordentliches Niveau gebracht, ordentliches Planum gemacht. Eine große Rasenfläche, damit dieser ganze Kleinscheiß dann mal aufhört. Und dann gibt es natürlich Riesenrasen-Action hier bei mir auf dem Kanal. Bis dahin müsst ihr diese Saison noch mit dem Stückelwerk da unten zurechtkommen. Aber wir sind jetzt hier oben. Und ich stelle mich gerade an wie der erste Mensch. Ich bin so aufgeregt. Hier dieses Gerät da. Darum geht's. Männerspielzeug. Ein Raupendamper habe ich mir gekauft. Zudem habe ich auch noch einen Betonmischer gekauft. Können wir dann vielleicht auch noch auspacken. Aber das Ding, das ist doch geil, oder? Von Schebach, der DP 5000. Den 6000er irgendwie, den habe ich nicht mehr gefunden. Bei denen auf der Page. Wurscht, ja, ist windig, ne? Ja, müsst ihr durch. Aber der soll auch toll sein. Der wird jetzt auf Herz und Nieren dann getestet, wenn wir hier Terrasse bauen und so weiter. Und zur Not wird der danach, wenn das Projekt abgeschlossen ist, wieder verkauft. Ja, also wie gesagt, auch wenn ich Werbung einblenden muss, es ist keine Werbung, weil ich das selber gekauft habe. Hab da von Schebach nichts bekommen. Na, also Schebach, hier lass mal was springen. Das ist wieder genau der allerselbe Scheißdreck. Die schreiben immer nur dazu, welches Öl da reinkommt und nicht wie viel. Bei den Rasenmähern genauso. Zumindest bei denen, die ich alle gekauft habe. Warum kriegt es niemand auf die Reihe, dort einfach noch drauf zu schreiben, nicht nur welches Öl, sondern auch wie viel? Ich hoffe, es steht auf der Kanne selbst da. Alles klar, Öl ist kein Stück, das heißt nicht einfach anmachen und rausfahren. Sondern erstmal Öl reinhauen. Wer hat selbstverständlich zurzeit kein Öl da? Ich. Und wer muss jetzt noch mal schnell Öl kaufen gehen? Ich. Bei der Gelegenheit kaufe ich auch gleich noch Benzin und ich kaufe noch eine Flasche Mähöl, weil ich brauche das für die Rasenmäher, für deren Kundendienst. Also, jetzt kaufe ich mal ordentliche Fuhre Öl und Benzin, denn zurzeit ist es so günstig. A few moments later. Bevor ich da jetzt richtig weitermache und das Öl einfülle und dann die Kiste in Betrieb nehme, haben wir mal geschwind noch einen Döner geholt, den ziehe ich mir jetzt noch schnell rein. Voll gefressen und ausgeschissen und wir haben jetzt auch noch das Öl da, also jetzt geht's los. Yes.
Eins muss man auf jeden Fall jetzt von Anfang an schon mal sagen, es ist der totale Knaller, dass das Ding sofort beim ersten Mal anziehen sofort anstrengend. Ne? Bin ich schon mal begeistert, ist im Standgas jetzt auch gar nicht so laut. Ich werde ihn jetzt ein kleines bisschen so laufen lassen, bevor ich da Gas gebe. Dann werde ich noch mal schauen, ob ich ein bisschen Öl nachfüllen kann. Dann fahren wir das Ding von der Palette runter. Dann setzen wir hier diesen kleinen Raupendamper mal in Fahrt. Was noch fehlt für euch, ist ein kleines erstes Fazit zu diesem Gerät. Ich habe mich umgezogen, es ist nämlich der nächste Tag. Es war gestern einfach viel zu windig und es hat viel zu stark geregnet. Allerdings muss man dazu sagen, dass es jetzt im Moment auch schon wieder das Regnen anfängt. Und zwar sogar ziemlich stark. Zu dem Gerät. Also, der lädt 500 Kilo, selbst wiegt er knapp 300 Kilo, fährt circa im schnellsten Gang circa 9 Kilometer schnell. Aber Moment, muss ich mal sauber machen. Jetzt fängt es halt echt mega wieder das Schiffen an. Ich habe gedacht, ich schaffe das noch schnell, dieses aufzunehmen. Ich stelle mich mal andersrum hin. Also, okay. Er schafft circa 9 km/h im schnellsten Gang. Muss ich aber dazu sagen, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen langsamer. Was weiterhin ist, er hat einen 200 Kubikzentimeter, also 196er Kubikzentimeter Motor. Wie viel PS der jetzt hat, kann ich euch gerade gar nicht sagen. Aber zur generellen Steuerung möchte ich mal noch kommen. Es ist ein Kettenfahrzeug. Wie alle Kettenfahrzeuge wird das gelenkt über das Blockieren der einen Kette oder das Beschleunigen der anderen Kette oder beides. Das heißt, hier ist der Haupt. Die Hauptkupplung kupple ich diesen roten Hebel ein, setze ich das Gefährt in Fahrt. Ganz egal, welchen Gang ich eingelegt habe, ob Rückwärtsgang oder ein Vorwärtsgang, das Gerät fängt an und fährt. Möchte ich jetzt nach links fahren, muss ich die linke Kette bremsen und die rechte Kette drückt dann das ganze Fahrzeug nach links. Genau auch andersrum, möchte ich nach rechts fahren, muss ich die rechte Kette bremsen und die linke Kette drückt dann das ganze Fahrzeug nach rechts. Bedeutet, beide Hebel hier unten losgelassen, beide Ketten werden angetrieben, das Gerät fährt geradeaus, entweder vorwärts oder rückwärts. Zu den Gängen, wir haben einen neutralen Gang, einen Rückwärtsgang und 3 verschiedene Vorwärtsgänge. Die Kippfunktion ist hier gesichert über diesen Sicherungsmechanismus. Das heißt, möchte ich kippen, funktioniert es ohne den Sicherungsmechanismus auf Seite zu legen nicht. Das heißt, ich lege den auf Seite und jetzt kann ich hier die Hydraulik betätigen. Insofern bin ich eigentlich schon mal echt begeistert. Gefällt mir alles sehr gut verarbeitet. Hier Ein- und Ausschalter. Ein Choke hat es noch, es hat auch einen Gashahn tatsächlich, also einen Benzinhahn. Springt super an. Ich bin wirklich drauf gespannt, wie das Gerät sich dann im Einsatz schlägt. Und für euch, muss ich sagen, das seht ihr natürlich dann alles noch. Ne? Bleibt hier meinem Kanal treu, lasst mir ein Abo da, das wäre mega gut, wenn ihr mich mit so einem kleinen Klick unterstützt. Kostet euch nichts, hilft mir sehr viel. Und vor allem Instagram, auch eine tolle Gelegenheit für euch, um mehr zu erfahren über mich, meinen Rasen, mein Heimwerkprojekte und alles andere, was ich noch so treibe, was ich da halt reinstelle. Noch dazu, die große Gartengestaltung seht ihr dort dann auch, genauso wie hier auf dem Kanal. Und
Das Nonplusultra derzeit, mein Online-Shop, T-Shirts, Cappies, Stickers, Tassen, Becher, Untersetzer, alles Mögliche mit verschiedenen richtig geilen Rasen- und Garten-Heimwerker-Designs. Alles von mir selber gemacht. Schaut da mal rein. Link ist unten in der Beschreibung. Bis bald, euer Raffner. Ciao.